Ja, moin, einmal hier einen schnellen Überblick über den Mixer, damit man es einfach mal sieht. Kann da noch ein, zwei Worte sagen für den einen oder anderen, der nicht lesen möchte. Also, wir haben hier einmal unsere Anzeige. Maximal 2 Liter kann man reinhauen, ohne Probleme nutzen. Hier hat man dann unterschiedliche Einstellungsoptionen: Zeit, läuft und den Modus. Ganz einfach zu drehen. Ich nehme das Ganze hier einmal ab. So, wir haben hier oben unseren Verschluss. Der ist auch fest. Den müssen wir per Drehen einmal ausrasten und man kann hier auch sehen an der Seite, das sind die kleinen Haken, die haken sich hier das Oberteil ein. Hier haben wir auch noch einen kleinen Messbecher für Milliliter. Schieben das wieder rein, drehen fest, Ganze hält. So, das Ganze können wir dann hier auch öffnen, einfach hier aufziehen. Da extra dieser Mechanismus wie so ein Hebel, können wir rausnehmen ohne Probleme und schon ist das Ganze offen. Der Mixer selber, hier rastet unsere Klinge ein, wenn wir den Bottich oben drauf schieben. Das Ganze können wir auch einfach reinigen. Hier sehen wir die Mutter, die können wir drehen und dann können wir die Klinge rausnehmen und das Ganze da drin einmal auch wieder auf Vordermann bringen vor der nächsten Nutzung. Soweit erstmal so gut. Ich werde jetzt gleich einmal was schnippeln. Ich werde hier das Video pausieren, einmal zeigen, wie das Ganze dann in Action aussieht und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt haben wir hier schon mal Weintrauben drin. Ich habe hier noch ein paar Birnen vorbereitet, die kommen auch hier rein. So. Und das Ganze toppen wir jetzt noch mit ein bisschen Milch. Tut mir leid, mit dem Hintergrundgeräusch, ich bin ja wie gesagt gerade im Kochen. Das ist nur einfach, damit man das einmal sieht. Parallel dazu auch. Ich mache jetzt hier einfach mal noch 400 Milliliter Milch da rein. So, das ist relativ simpel, was wir hier machen. Aber ich denke, es reicht, um einmal zu zeigen, wie das Ganze sich verhält, wie das aussieht, ob es das tut, was es soll. So, jetzt nehme ich hier noch den Deckel wieder drauf. So, geht auch ganz gut mit einer Hand. So, dann nehmen wir das Ganze, buxieren es hier oben drauf. Und sagen ihm, was er jetzt machen soll. So, das heißt, wir stellen hier erstmal. Ach so, den Stecker muss ich erstmal wieder reinstecken. Wir haben vorne rausgehauen. Natürlich Künstlerpech. So, jetzt aber. So, das heißt, wir stellen das Ganze jetzt hier erstmal auf Mode. Dort fängt es an zu blinken und wir sagen ihm jetzt, dass hier soll jetzt was Shakiges werden. So, der hört dann auf. Selber ausgeschaltet, der hört nach einer Zeit auch auf, also er beschleunigt bei dem Modus, wird immer schneller, hört einmal auf, wenn es alles wieder sackt und fängt wieder von vorne an. Da ich jetzt nicht so viel drin habe, hat es keinen Sinn, den hier ewig laufen zu lassen, aber man sieht, denke ich, ganz gut, das Ganze ist jetzt einmal schön durchmixt. Ich versuche es noch einmal hier jetzt runterzunehmen und zu zeigen. So, man sieht, nichts ist rausgekommen, das ist grundsätzlich auch schon mal sehr positiv. Und hier drin sehen wir, das Ganze ist zu einer einheitlichen Masse verbracht worden. Und genau das sollte ja ein Mixer auch tun. Also die Messer sind scharf genug, um da die Sachen zusammenzukleinern. Und ich habe mir jetzt hier einen Shake gezaubert, den gibt es jetzt gleich zum Essen. Und ja, also ich bin mit dem Gerät zufrieden. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Tut mir leid, wenn es jetzt so einfach nur auf eine schnelle Welle in Anführungsstrichen gefilmt ist. Aber ich denke, das macht am meisten Sinn. Wie ist das Gerät im Alltag zu integrieren? Wie nutzt man es? Dann braucht es auch keinen Sinn, wenn ich jetzt so ein gestelltes Video hier aufnehmen würde. Und vielleicht hilft es den einem oder anderen und ja, ich bin zufrieden.